und herzlich willkommen im Steinekeller. Ich bin der Tobi, neben mir hockt der Ben, den kennt der eine oder andere ja schon mal. Wir waren ja schon öfters mal unterwegs. Ja, lange nichts mehr gehört. Aber es gibt viel Neues. Genau, und da fangen wir jetzt irgendwo mal an. Zuletzt hat man ja irgendwo mal was gehört, da, ja, das war die Ausstellung, da waren wir auf der Schwabenstein. Genau. Da waren die letzten Videos her. Und ja, seitdem hat sich eigentlich auch videotechnisch nichts mehr getan, weil die Stadt existiert in dem Sinne auch nicht mehr. Deine Sachen ja in dem Sinne auch nicht. Nein, die verwahren alle noch in Kartons, genau, da wir nach dem Messebesuch nicht wieder aufgebaut haben. Ja, das hat natürlich auch seinen Grund. Also nicht, weil wir gesagt haben, wir haben jetzt keinen Bock mehr, wir machen jetzt Modelleisenbahn. Nee, wir machen das. Wir machen da schon weiter. Ausstellung hat uns sehr gut gefallen. Deswegen in diesem Bereich machen wir das auch weiter, nur auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Und da wir das ja gemeinsam machen wollen, war eigentlich der nächste logische Schritt, dass wir uns zusammengetan haben. Richtig, die Brickban LED-Manufaktur wird es in dem Sinne, wie sie bisher bestanden ist, nicht mehr geben, sondern ich gehöre jetzt dann zum Steinekeller. Wir sind jetzt also praktisch eins. Eins und alles, was wir machen, machen wir jetzt gemeinsam. Genau. Alles, was jetzt unter Steinekeller kommt, ist jetzt hier unsere beiden Visagen drauf und mal mehr deine, mal mehr meine oder beide gleichzeitig. Kommt auch an, wie es ausgelegt wird. Genau. Wer gerade die Kamera hält oder wer da gerade was macht. Grundgedanke ist, dass wir zukünftig mehr in dem Bereich Ausstellung unterwegs sein wollen. Wie das Ganze dann genau aussieht, werdet ihr natürlich dann auch mitbekommen, wenn ihr weiterhin auf diesem Kanal bleibt. Also immer schön eingeschaltet lassen, damit ihr nichts verpasst. Und ja, die nächsten Schritte sind natürlich zu gucken, weil wir haben ja einiges an Ausstellungsstücken schon da. Allein von der Schwabenstadt haben wir gesehen, das war nur ein kleiner Teil und der hat schon ziemlich viel Platz beansprucht, dass wir auf der Suche nach einem gescheiten Platz sind. Wir sind auf der Suche nach Fläche, wo wir dauerhaft ausstellen können, da unsere privaten Räumlichkeiten jetzt einfach viel zu klein werden. Genau. Und dann soll das natürlich dann, wenn die Fläche mal da ist, auch für andere zugänglich sein, dass man da das dann jederzeit auch begutachten kann oder auch gerne mit uns dann irgendwie in Kontakt treten kann. Von dem her, ja, es ist noch viel zu tun. Wir schauen, wo wir eine Fläche kriegen. Vielleicht haben wir auch schon eine gefunden. Wenn das soweit ist, dann werden wir das natürlich euch wieder näher bringen. Von dem her war es das fürs erste einmal zur ersten Informationsgestaltung. Von dem her sagen wir tschüss, ciao, bleibt gesund, wir sehen uns. Ciao.